Hallo, ihr Lieben, schön, dass ihr heute Abend wieder dabei seid. Es ist Montag, der 25. Oktober 2021, und ich freue mich total, dass ihr wieder die Andrea Stubenschrott, eine mutige Löwenmama, bei mir zu Gast haben darf. Und wenn die Andrea da ist, dann wisst ihr, es geht um einen Gottesdienst. Andrea, wozu möchtest du heute aufrufen? Ja, wir haben unseren zweiten Wortgottesdienst geplant. Das ist der kommende Freitag, der 29. Oktober um 15 Uhr in St. Margarethen an der Raab in der Pfarrkirche. Bei schönem Wetter ist es draußen. Es wird wahrscheinlich schön werden. Und der Schwerpunkt ist im Gedanken zur Zeit, miteinander Mensch sein. Und wer wird Und diesmal die Messe lesen? die Messe wird Peter Kirschbaumer lesen. Das ist ein evangelischer Pfarrer aus der Nachbarsgemeinde. Und wir haben sehr schöne Lieder vorbereitet und auch sehr gute und Texte zum Nachdenken, die eben die Gemeinschaft stärken sollen und die Freiheit und den Frieden in den Mittelpunkt stellen sollen und natürlich auch die Zukunft für unsere Kinder. Das ist uns das Wichtigste. Ganz genau. Das heißt, wir wollen, dass die Kinder geschützt werden, weil wie die jetzt in den Schulen, teilweise auch in den Kindergärten und auf den Unis etc. gequält werden, das darf einfach nicht mehr sein. Und dafür stehen wir ein. Und bitte kommt alle zahlreich, auch wenn ihr aus der Kirche ausgetreten seid. Es ist völlig einerlei. Es ist ein ökumenischer Gottesdienst. Es geht um die Menschheitsfamilie. Es geht um uns alle. Wie gesagt, es geht um Freiheit, Menschlichkeit und Nächstenliebe. Und packt euch alle ein in St. Margarethen. Es war letztes Mal grandios, oder Andrea? Erzähl, auf eins war dabei. Ja, also es war sehr berührend. Also wir haben ganz spontan eine wunderbare Messe ins Leben gerufen. Es waren sehr viele Wortmeldungen ungeplant. Sämtliche Kinder, die rausgekommen sind, sind spontan rausgekommen, weil die Kinder, die ich gefragt habe, die haben sich dann nicht traut oder waren verhindert. Aber es waren einfach so viele jugendliche Kinder da und auch andere Menschen, die einfach rausgekommen sind und was gesagt haben. Und es war echt ein sehr schöner Wortgottesdienst. Also ihr Lieben, packt euch ein, setzt euch in die Autos, kommt am Freitag, diesen Freitag am 29. um 15 Uhr nach St. Margarethen an der Raab, bei Schönwetter, wie die Andrea gesagt hat, draußen, ansonsten in der Kirche drinnen. Und wir werden auch anschließend wieder ein nettes Come-Together haben, weil wir sind nur stundenlang zusammengesessen und haben uns vernetzt und haben Nummern ausgetauscht etc. Es war wunderschön und es wird diesmal auch wieder so werden. Andrea, magst du noch ein Schlusswort sprechen? Ja, wir haben die Wahl. Wir können im Gleichschritt mitmarschieren oder auch mal was riskieren. Liedtext, der bei der letzten Messe gesungen wurde, der hat mir besonders gut gefallen. Wir haben die Wahl und ich hoffe, viele Leute kommen, viele Menschen und unterstützen uns. Danke. Alles Liebe, Andrea. Ich freue mich total. Wir sehen uns am Freitag. Nachmittag in St. Margarethen. Dir vielen Dank, alles Liebe und Baba. Schönen Abend. Danke, Papa.